herzlich willkommen. Ich bin Marco Hagemann, ebenfalls anwesend, natürlich Hansi Küpper. Hallo Marco, ich freue mich. Es gibt kein Zurück mehr. Die Spieler müssen raus, sie kommen raus. Das Hinspiel im Finale der Copa Libertadores. So wird sie also aussehen, die Aufstellung der beiden Mannschaften. Das Finale läuft. Sie haben beide so hart dafür gearbeitet, hier hinzukommen in dieses Finale. Jetzt wollen sie die Ernte einfahren und ich bin gespannt, wer besser spielt, wer konzentrierter ist, wer heute besser drauf ist. Und er schießt. Oh je, die stehen da hinten aber mit sehr viel Gottvertrauen. Sie versuchen vieles, sie machen einiges richtig, sie machen auch Fehler, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn sie so weiterarbeiten, dann treffen sie irgendwann. Gutes Stellungsspiel beim Abstoß. Keines der beiden Teams schafft es derzeit, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Ein Ball für den Torwart. Guter Lauf, rechts außen. Ob dabei was Zählbares rauskommt? Jetzt der Schuss. Ganz enge Kiste, trotzdem letztlich vorbei. Ein ganz klein wenig verzogen, wirklich Pech gehabt. Wer gerade erst eingeschaltet hat, wird sich freuen. Sie haben bislang nichts verpasst. Klasse Stellungsspiel, gut geklärt. Und er fängt den Einwurf ab. Ab in den 16er damit. Gerade noch so geklärt. Er versucht, das Mittelfeld direkt zu überbrücken. Kann er zum Abschluss kommen. Ja.
einfach mal weggedroschen. Das ist ein Foul. Keine Verwarnung. Der Unparteiische belässt es gerade noch so bei einer Ermahnung. Da geht er alleine. Er steckt ihn durch. Eine gefährliche Situation, aber er war voll auf der Höhe. Und noch immer kein erfolgreicher Abschluss. Zirkelt ihn rein. Der kommt weit nach vorn. Das war's. Halbzeit. Erste Hälfte in diesem Finale ist vorbei. Hansi Küpper, wie siehst du diese Partie bis hierhin? Keine Tore bis zu diesem Zeitpunkt, aber das kann sich ja ändern in der zweiten Halbzeit. Und dann wird auch die Frage beantwortet, wer entscheidet dieses Finale für sich? 0